was loswerden wollen. Scheiße. So, MTB habe ich. Swift ist bezahlt. Was ist bezahlt? Swift. Swift, also. Ist Epic gekauft? Was? Ist Epic gekauft? Was gekauft? Das Epic. Epic. Das Specialized. Ja, habe ich. Es kostet nur 400 oder so, nicht? Ein 600 noch was und ein paar zerquetschte. Es gibt, glaube ich, zwei für 400, nicht? Also ich habe das Scott. Ich glaube, das ist 400. Ja. Wenn ich Fuchser. Bitte? Wenn ich Fuchser. Na, aber nee, dann hätte ich ja das Zwift genommen. Das habe ich, was ja. Was sonst kriegt. Ja, genau. Ja, umsonst ist gut. Das ist ganz schön hart. Genau, Micha kriegt keine Sekunden geschenkt heute. Ich hab gehört, du hast dich im Ziel übergeben am Sonntag, ja? Ja, eigentlich, ich wollte nochmal, eigentlich, ich habe noch auf ein anderes Foto gehofft. Also nicht nur vom Kotzen, aber eigentlich wollte ich das nochmal bei Instagram hochladen. Also man sieht es nicht richtig. War auf jeden Fall gut. War gut. Genau. Da hat der Sepp mich gut gescheucht, muss man sagen. War schon geil. Ja. Hast du einen richtigen Leistungsmesser dran eigentlich? Nee. Ja. Das ist die Strava errechneten Werte. Ja. Genau, also glaube ich, du wirst es dann schon merken, wenn ich einen dran habe. Na, bei Sepp könnte es hinkommen, nicht? Richtig, bei Sepp ist es richtig, ja. Genau, deswegen, also ich habe derweil dann ziemlich in seiner FTP und demnach, weil ich ja ein bisschen langsamer war, müsste ich auch so circa an meiner FTP gewesen sein. Ja. Oder der hatte doch was mit 200 in den 80ern, ne? Ja, ich glaube irgendwie so 275, 280, ne? Ja. 1981. Eurythmics. Ja, Final Countdown. Europe. Hast du Bock, oder was? Ich weiß nicht. Oh, Micha. Naja, wenn man... Es irgendwie vom Gefühl ist es leichter, wenn man weiß, dass man ist... Genau, wenn man weiß, man ist irgendwie nicht Fünfter, Sechster, Siebter. Ach so. Ja. Dann weiß man, das wird richtig wehtun. Ja. Aber nur partiell. Aber wahrscheinlich nicht so doll wie dem Vierten in der Rangliste. Ja, das kann ich so aus Erfahrung sagen. Das Vier ist sehr, sehr interessant. Wir nennen ja keine Namen hier. Ja. Naja, ich lutsche mich erstmal die ersten zwei Runden da durch. Hey, das wollte ich machen. Na, nix da. Ich verstecke mich hinter dem großartigen Micha. Ist das jetzt eure Team-Taktik, dass jeder sich hinter einem anderen versteckt? Genau. Wie schaut es heute überhaupt aus mit Taktik? Ich sag mal, ist ja nicht ganz uninteressant, das Gelände. Habt ihr euch irgendwas überlegt? Nee, so richtig gibt's ja nichts, oder? Nö. Ich würde sagen, wir fangen mal so in einer halben Stunde damit an. Mal gucken, wer noch übrig ist. Genau. Na, irgendwas mit, doch bei irgendwelchen Rampen oder kleinen Bergen da irgendwie mit, was, 5 Watt hoch oder so? Was hat das Sven geschrieben? Ja, ich dachte, wenn alle so, also hinten, weiß ich nicht, vielleicht 4,8, 4,9 am Berg und vorne mal gucken, was geht mit Double Draft. Ja. Und in den Abfahrten. Scheiße. In den Abfahrten und Flachen vielleicht vorne so 4,5, 4,6. Dann kann man, glaube ich, hinten mit 2,5, 3 ganz gut auskommen, oder? Tja, das wird sich zeigen. Halt, wie sich das verhält, müssen wir mal sehen gleich.
Du hörst dich an, wie als ob du direkt aus Watopia anrufst, Mann. Ich bin ja aus Watopia. So. Fahrrad in Komhof. Halb die Zwölfte. Aber ich glaube, es sind jetzt nur noch so um die 2 Minuten. Ja, es ist jetzt so 2:19 bis Start und dann halt unsere 3 Minuten, ne? Genau, also aber so theoretisch wäre der Pen nicht schlecht jetzt. Naja, wir sind schon zu 6, oder? Anne Kesi ist der eine, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, ich stehe auch drin, aber ich müsste abziehen. Ich bin. Ja. Ich bin im Pen, wer ist denn drin gerade? P. Oliver habe ich hier noch drin. Aha. Also ich zähle erst 3. Also bei mir ist schon 5. Nee, 4. Oliver Polm? So. 1, 2, 3, 4, genau, jetzt 5, wir... 6. 6 ja, in Welt. Kesi halt, genau. Also einer fünf. Fehlt noch. 5, du darfst mich nicht mitzählen, Micha. Nee, mach doch nicht. Dennis nicht drin. Dennis, Marco, doch. Benny, Dennis. Christian, Sven und ich sind 6, ja. Und der Bert, der kommt gleich dazu. Hallo. Hallo. Bert. Hey. Bert. Ach, der Kumpel von Ernie. Ja, richtig. Ja, ich hatte gute Laune. Du hast Bock, ne? Nee, das ist ja die Laune des Verzweifelten. Achso, ja. Wenigstens ein bisschen Trash-Talken vorher. Das ist deine Rolle heute. Mein Ziel ist es, zum ersten Banner zu kommen. Warum, Micha, warum so tief stapeln heute? Oh, ich kann. Ganz, ganz schlecht fühle ich mich. Ist wieder Allergie, ne? Aber wie? Oh. Nee, es ist blöd irgendwie. So, die Hitze ist nicht da, also fällt schon mal jetzt Ausrede weg. Hüfte ist auch wieder okay. Ja, richtig hart hast du auch nicht trainiert. Nee, ist auch, fällt alles weg. Übrigens 25 Sekunden, vielleicht aufhören zu treten. Ja. Dennis, sorry. Genau, wenn ihr eine Rolle habt, die eine ganz lange die Wattwerte speichert, vielleicht schon auf A gehen. So, 3 Minutes. 6 Sekunden. Ne? Schaffe ich das? 2, 1 und Countdown. Ah, so, dann rolle ich mal langsam nach vorne. Das hat schon mal nicht funktioniert. Oh, Benny steht vor mir. Oh, Dennis steht vor mir. Dennis steht neben mir. Schräg. Einer muss zählen. Ich verplant uns wieder. 2,5 Minuten noch. Okay. Alles gut. Ah, ja. Sind jetzt eigentlich alle da, oder? Ja, ich glaube. Wenn Bert es noch geschafft jetzt, hat, ins Fan zu kommen. Aus. Bert ist mit drin. Ich bin da, alles gut. Sven, Christian auch? Ja, ich bin hier. So, nice Stand. Ziel ist es heute, Christian auf Puls 140 zu bekommen, ja? Ich gebe mein Bestes. Im Moment klingst du wie Puls 30. Ich bin ein bisschen spät dran. Nach einem Kaltstart vielleicht. Wird schon. Ja. So, 90 Sekunden. Kata wünscht allen gute Beine und Micha mindestens 2 Banner. 2 Banner. Heißt eine Runde, okay. Oder meinst du, zählst du Startbanner dazu? Ich denke nicht. Das Startbanner. Also, so, 60 Sekunden. Was? Benni? Schön vorne. Sehr gut. Du alter Schlawiner. Ich nehme hier alles mit. Alles.
30. 30 Sekunden. Ja. 20 Sekunden. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go, 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 1 und los. Ah, sieht gut aus. Alle auf Mountainbikes. Was für ein Bild. Alle da? Ja. Alle da. Sieht so aus, ja. Der D-Zug kann starten. Micha, nicht zu doll. Wir haben hier 55 km/h. 54. Ja, was ich halt immer so fahre. Lieber am Anstieg mehr. Guck mal, wir sind fast bei 60. Ah, ihr bloppt momentan ganz schön. Macht euch lang. Das ist auch ein bisschen unrhythmisch hier. Ja. Die jungen Wilden. Ja, dann. Ja, nee, bergab geht es nicht anders. Händen rauszunehmen. Bergab geht es nicht, Kesi. Ja, genau deswegen. Vorne vielleicht so 4, 5, 4, 6, wenn es geht. Super, Dennis. Benni, dein Avatar hat einen Zopf, oder was? Bitte was? Dein Avatar hat einen Zopf, oder was? Na, aber so wie im rechten Leben. Wie der Witz, suche Mann mit Pferdeschwanz. Michi Leuendorf, der 0% so aussieht wie sein Avatar. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Zählt die Einführungszeit jetzt schon mit oder ist das? Zählt ja, alles mit. Ich glaube ja. Ja, ja. Das war mein Fehler beim allerersten Swift Race, was ich gemacht habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ich habe auch gedacht, die sind neutralisiert bis dahin und dann wird es nochmal drauf gehen, aber war nicht so. Wann kommt der Berg? Nach 6 Kilometern. Okay, dann habt ihr jetzt die Hälfte davon. Etwa Kilometer 3. Das sind historisch niedrige Wattwerte, die ihr gerade tretet, aber das ist gut so. Spart euch das auf bis zum Fuß vom Berg, ne? Ja, da wird die Zeit gemacht. Genau. Ist da hier noch Grundlage jetzt? Ja, ja. Aber ja. Oh, selbst die, Dennis und Sven, ihr seid gleich auf mit 4,7.
Selbst das ist bergab schon wieder ganz schön stramm. Man kann nicht schneller fahren, als man schneller fahren kann. So ungefähr, ich nehme raus. Ja, mach mal. Wenn es zu doll ist, gleich Feedback geben am ersten Berg. Wir müssen ja dreimal fahren. Ja. Der Berg hoch nur zweimal, oder? Nee, dreimal. Okay. Na, dreimal ab jetzt. Dann der drei Runden ist da hoch. Haben wir irgendeinen Vergleich zu Dörr-Dickler oder so? Was? Haben wir irgendeinen Vergleich zu Dörr-Dickler oder so? Achso, ich glaube nicht, oder? Ich habe nichts genommen. Hab keine Vergleichszahlen, nee. Kannst du welche rausfinden, Kesi? Ich versuche mal was. Ich habe zu R33. Die sind bei 7,19 durch. Die haben eine Endzeit von 46, aber auch. Wer? R33. Und raus. Blitzzeiten gibt es bei Kilometer 6. Power! Kann man den noch verstecken? Dann gucken wir mal, wo ihr da durchkommt. Ich hab keinen! Ich hab 10 XP. Ich hab auch 10 XP bekommen. Oh, Micha, du hast es nötig. Ja, ja, vielleicht kann ich noch hochleveln. Am besten an der Brücke nutzen, den Power-Up. Eigentlich egal was. Die Split-Zeiten, 6 Kilometer, die sind wahllos, genau bei Kilometer 6, ja? Ja, die waren letztes Mal auch nicht ganz genau, ne? Glaube ich. Also, Dörr-Dickler war bei Kilometer 6 7,43, da wart ihr 5 Sekunden schneller. Was? Naja, ich mach erstmal. Also 5 ungefähr hin, ja? Ihr hattet gerade 5 Sekunden Vorsprung. Achso, jetzt 5 Watt meinst du? Ja. Also hin. Ja, probier mal, aber du ziehst gerade leicht los. Ja, er sagte 5 und fuhr 6. Nee. Ja. Hier geht's jetzt nochmal ganz kurz runter. Thank you.
jetzt sieht es schön aus. Schöne Reihe. Stefan, Elternabend, alles okay? Dass irgendwelche Klagen kommen. Bisschen raus, oder? Ich wette, das ist jetzt mein Jahr von mich. Spart euch die Power bis zu der Brücke. Ja. Und weil was Sven ist egal. So. Ihr nähert euch langsam dem Gipfel. Der ist ungefähr bei 8 Kilometer 8,8. Also 800 Meter noch. Schön zusammenbleiben. Marco, Berti, hinten schön ran. Vorne nicht zu doll. Jawohl. Marco, komm, zieh. Schön reinfahren. Jawohl, schönen Anschluss. Sieht super aus. 500 Meter noch. Los, Leute. Wenn wir beißen, runterzu könnt ihr ausruhen. Wobei oben das Plateau ist ein bisschen eklig, wisst ihr, ne? Das geht noch nicht wieder gleich runter. Das ist noch relativ flach dahin. Da müsst ihr den Druck beibehalten. Berti, Marco, bleibt dran. Hinten. Kick. Kleine Lücke zu Berti und Marco. Nehmt mal vorne einen Tick raus. Nein. Komm, Berti. Komm, gib Gas, das ist noch nichts, da kommt er ran. Marco, komm, tritt rein. Das schafft ihr. Ah, wir müssen noch mal kürzer. Dennis, warte mal. Ja, verausgabt euch nicht jetzt am ersten Hang. Das wäre zu schade. Ja, ihr kommt wieder ran. Der Abstand verkürzt sich. Macht das. Super. Ihr seid gleich oben. Bleibt zusammen, um Himmels Willen. Dennis, nicht wegfahren. Nein. Dennis, mach mal einen Tick langsamer. Ja, jetzt kommt schon gleich die Brücke. Da müsst ihr dran sein. Gib Gas. Berti, okay, Marco. Jetzt geht's runter. Jawohl, kommt. Gleich nochmal kick. Ihr müsst runtertreten. Berti, Marco. Jawohl. Sehr gut. Und richtig Schwung holen, Berti. Und dann bist du auch wieder dran. Komm. Und jetzt richtig reinhauen, Berti. Und dann hast du's. Komm. Einmal richtig knallen. Jawohl, 7 Watt. Berti, du schaffst das. Komm. Okay, komm, Berti. Nee, jetzt ist vorbei. Berti schafft's nicht mehr. Schade. Mensch. Danke, Berti. Mann, ey. Halt sie ruhig. Scheiße. Ah, es war knapp. Aber stark, Marco. Du bist Gold wert jetzt noch. Micha, mach vorsichtig. Ich muss ja ranfahren. Ah, der hängt da ein bisschen. Marco, oder? Ja, Marco, du hast die Masse. Du musst einfach jetzt gut rollen.
Komm. Marco, hast du einen Power? Nee, hat er verbraucht. An der. Marco, schaffst du es noch? Komm. Vorbei, Marco ist auch raus. So, Micha. Mensch, ey. Im ersten Hang schon zwei verloren. So, und der nächste. Christian hat auch Abstand. Ja, passt, ich wollte Marco auf, ihr zerreißt euch. Ja, dann. Aber Christian kommt wieder ran, alles gut. Super. Ich habe gedacht, ich kann Marco noch ein bisschen helfen. Ach so. Danke, Chris. So, dann ausruhen. Also knapp 2 Kilometer habt ihr noch, die es bergab geht. Nutzt das. Wie schnell sind wir denn gekommen gefahren? Gute Frage. Weiß ich nicht. DS-Aufgabe. Und wer ist DS? Ich mach Kameramann. Bin schlecht informiert. Komm mal, Rede. Marco, komm ran. Tief durchatmen, Jungs. Schön kurbeln. Dann stopp ich mal mit der Hand, wenn es sonst nicht funktioniert. Ja, mach das mal. Du hast Kapazitäten. Ja, dann bitte auch mit einer analogen Uhr. Gleich unten. Genau. Ganz leicht oval. Nicht so wie das Ohne-Metrik. Das ist richtig geil. Freut mich wirklich. Ich antworte so. Dir in einer Stunde. Bei Kilometer 14 geht's wieder los. Und da hätten wir dann auch die nächsten Splitzeiten. Dirt Degler ist bei 20:24 durch. Kettenblatt ist aber bestimmt erst oval, seitdem du reingetreten hast. So, am Banner geht's los, wa? Nee, danach, und danach erst. Im Tunnel. Bei Kilometer 14. Ah, okay. Bus. 10 Punkte. Scheiße. Geil.
hab den Helm, was heißt das? Dass du vorne fahren darfst. Du hast 25% weniger Windwiderstand. Also nutzen, wenn du vorne fährst. Genau. So, hier ist Kilometer 14 jetzt, oder? Ist das... Ja, oder? 14,1, ja. Na, dann war das bei 19,50 und dann habt ihr eine halbe Minute Vorsprung vor Dirt Diggler. Lass nicht mehr als 5 fahren, sonst trauen wir uns. Ja. Ich meine, der hat 1 nicht mehr als 5. Jetzt geht's mal kurz runter. Okay. Geht's hoch. Wo jetzt denn? Sind bei dir im Schnitt über 6 Watt aktuell. Ich weiß nicht, ob du dem Team damit einen Gefallen tust. Du wolltest doch die Zeit nehmen, analog. Ja, ich wollte. Hat bestimmt auch eine ovale Uhr. Aber lass mal, ich fahr auch oval. Wer droppt denn da gerade? Ich! Dennis! Fuck. Was ist denn los? Ja, Dropout! Dann warten. Mich jetzt zeigt da aber wieder 5, 6 Watt. Ja, aber jetzt durchgängig. Aber ich schaffe es nicht. Okay, dann lockt ja, Micha hängt auch. Ihr müsst sowieso vorne Druck rausnehmen. Ihr habt noch 1 Kilometer bis nach oben. Genau, also nehmt Micha gibt... Nehmt ein bisschen raus. Ja, das ist sowieso. Micha gibt jetzt vor, Stangen fahren. Genau. Sven, Dennis ruhig! Dennis kommt jetzt zurück. Ja, ist das jetzt egal. Ich guck mal, Dennis, was hier ist. Dennis, vielleicht kannst du Micha ein bisschen helfen. Dann müsst ihr euch gar nicht so weit zurückfahren lassen. Ah, nee, ihr seid vorne schon wieder zusammen. Danke, Christian. Alles gut. Dann könnt ihr jetzt aber auch noch auf Dennis warten. Der ist gleich dran. Ja. Wir warten. Ja, haben wir mal. Dennis! Hick. Geht, das schaffst du. Rücken ziehen. Tritt gut, sind noch 2 Sekunden. Ihr seid wieder zusammen. Alles gut. Christian? Ja. Er hatte bloß auf dich ein bisschen gewartet. Sehr gut. Danke, so, 500 Meter noch. Ah!
300 Meter, gleich geschafft. Jawohl, Sven. Leg als, kannst du nochmal 6 Watt anlegen. Oh, Dennis. Bleib dran. Sehr gut. Gleich geschafft. Dennis, geh vorbei. Ich kann nicht mehr. Ja, dann schließ die Lücke. Micha, komm. Das sind 100 Meter. 100 Meter. Komm ran, Micha. Nee, fast. Ah, ich glaube, jetzt ist vorbei. Jetzt ist... Die Abfahrt runter wird der zu groß, der Abstand. Die 6 Watt waren zu hart. So, ihr seid zu viert. Ja. Jungs, ich bin auch echt Toast, Alter. Ja, dann nutzt die Abfahrt jetzt, um euch zu erholen. Dennis und Sven, ihr seid mit durchschnittlich 4,8 Watt dabei. Christian, hast dich irgendwie sehr ökonomisch geschlagen. Jetzt bis jetzt 4,2 Watt. Super. Wie macht er das? Sogar Benny hat mehr, 4,4 Watt. Der sonst eigentlich immer so der ökonomischste ist hier. Echt klasse. Und Micha ist mit 4,3 gerade hinten rausgefallen. Unglaublich. Hört den Schlag, Micha. Ja, ja, absolut. So, wie gesagt, durchschnaufen. Runterzu macht er keine Zeit. Macht euch schön lang. So es geht. Ich habe immer mal wieder einen Dropout. Alter, weiterfahren. Schieb den Rechner näher ran. Den Rechner näher ran schieben. Entfernung verkürzen. Es hilft. Ich dachte, das ist Micha gerade. Micha, sollst du dich auf der Plan ranholen? Nee. Ich meinte die Entfernung zum Laptop. Ja, ja. Ja. Alles gut. Ja, ich meinte aber nicht. Es sind ja nur 15 Sekunden. Genau. Nee, es dauert zu lange. Ich denke, der Zeitverlust ist zu groß. Du hast keinen Dropout. Hört schon. Ja, fahren wir die auch nicht so lange. Ne? Also da müssen wir vielleicht nur drauf achten. Fährt vor jetzt, oder was? So, 2 Kilometer geht's noch bergab. Sven, denk dran, es ist jetzt wie bei den Jedi. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich würde gerne faul hier. Schöne Grüße von Daniel, der schaut auch zu. Sein Sohn ist jetzt was? Gymnasiast?
er sitzt im Zug und ist voll und ganz mit euch. Bravo. BHC-Nachwuchs. Na ja, irgendwann gehen wir alle in Rente und dann... Ja, muss ja auch jemand weitermachen. Die neue Generation. So, ihr habt jetzt langsam genug pausiert, euch ausgeruht, letzten 400 Meter, dann geht's erstmal wieder flach dahin und dann ein letztes Mal hinauf. Dennis sollte auf jeden Fall, wenn er merkt, es geht irgendwas weg, zum vierten Zeichen gehen. Ja. Hi. Oder Käsi guckt mit einem Auge drauf. Ja, das kam so plötzlich. Ja, genau. Jetzt bist du vorbereitet, dass du einfach, wenn du was siehst. Das musst du im Fußball antizipieren. Ja. Ja. Dennis, fahr schon mal vor. Und dann. Hab ihn im Visier. Achso, es gibt ja noch eine letzte Zwischenzeit gleich. Wie viel? Bei Kilometer 22. Ah, ist noch ein bisschen. Da müsste aber Zeit gut gemacht haben. Also, Dirt Degler ist da bei 33,18 durch. Das wären noch 3 Minuten bis dahin. Ja. Ihr seid gut unterwegs. Kein Wunder! 2 Minuten. Genau. Okay, und raus. Ein Bus. Gar nichts, danke. So, wer sprotet da vorne weg? Ich hab ein Federchen. Ach so, ich dachte, wir fahren. So. Ich hab wieder nichts, es gibt doch gar nicht. Über eine Minute Vorsprung vor Dirt Degler. Also habt ihr wieder eine halbe Minute ausgebaut. Sehr gut. Konstant. So, auf geht's. Okay, letzte Mal. Und jetzt keinen Scheiß machen. Genau. Was heißt denn die Feder, Jungs? Leichtgewicht. 10% leichter. Die hilft dir jetzt sehr viel, genau, du wirst jetzt leichter. Also nutzt die auf jeden Fall bergauf jetzt, wenn steil wird. Ja, am besten an der Brücke, am Gegenstieg. Jetzt geht's nochmal kurz runter. Great job. Phenomenal, guys. Phenomenal. You are making a great TT. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Super, Benny. Yeah.
Was hier noch auf der Liste? So, letzter Kilometer für heute. Bergauf bricht an. Ein Kilometer noch. Dann seid ihr bei der Brücke und dann geht's nur noch bergab. Komm, jetzt nochmal alles mobilisieren. Die Feder, super. 4% Steigung, da ist er perfekt angebracht. Meter. Hab's gleich geschafft. Nochmal einmal durchleiden, wie Benni immer so schön sagt. Jawohl. Meter noch. Dennis, komm, go, 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 go. Das sind keine Dropouts. Komm raus, Dennis. Ja, er tritt schon gut. Kommt schon ran. Jawohl. So, 200 Meter noch. Komm, die letzten 200 Meter bergauf. Nochmal richtig kick, 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 kick. Jawohl. Christian 6 Watt, Sven 6 Watt, Benny über 5. Dennis, komm. Ich glaube, das sieht schon wieder leicht nach Dropouts aus. Das hängt manchmal bei 4 Watt bei dir. Jetzt aber wieder 5, 7. Alles klar. Ja, geht aber noch. Dennis, komm, 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 komm. Trotzdem. Dennis, jetzt musst du dran sein an der Brücke. Komm, nochmal drei kräftige Tritte. Jawohl, komm, 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 komm. Nutz den Windschatten. Sauber. Sehr schön. So, Schwung holen. Und mit Schwung den letzten Kicker. Jawohl. Und das darf nochmal wehtun. Richtig reinhauen. Richtig reintreten. Kommt. Ich will rote Zahlen sehen. Jawohl. Alle zusammen. Bleibt zusammen. Sven, zusammenbleiben. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. So gut Zeit gemacht. Ausruhen ist noch zu zeitig. Es geht noch ein bisschen flach hin. Micha hinten ganz sauber als Backup. Jawohl. Jetzt können wir langsam auf die Zielzeiten schauen. Schielen. Was? Echt? War unsere Zwischenzeit so gut, sagt Daniel gerade. Wir wären auf Platz 10 bei der letzten Zwischenzeit. Das riecht nach PL, Premier League. Los, Jungs, hopp. Ihr seid geil. Absolut. Ihr wisst, wie eng das jedes Mal ist. Da reichen Bruchteile von Sekunden. Thank you.
Also mal so als Richtzeit für Premier League müsste man unter 43 fahren. Das wären jetzt noch 3 Minuten. Nee. Das schaffen wir nicht. Nee, nee. Schaffen wir nicht. Aber ist egal. Aber mal sehen, wofür es reicht. Die letzten 2 Kilometer brechen an, Leute. Die letzten 2. Das ist nix. km/h, 56, komm, da geht noch ein bisschen was. Immer noch schön bergab. Zieht, 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 zieht. Jawohl, und schön zusammenbleiben. Gleich bricht der letzte Kilometer an. Das sieht gut aus. So, letzter Kilometer, Leute. Auf geht's. Do not show the slightest pity or mercy. Hopp, hopp, hopp. Show no mercy. Augen zu. 500 Meter, kommt. Genau, Augen zu und durch. Der Vierte gibt eine Kohle aus. Der Fünfte, Micha, der Fünfte. Hopp, Berti, hopp. So, vorne 6,5 Watt, Sven, jawohl. Zieht, 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 zieht. Ist nicht mehr weit, ihr könnt es gleich sehen, das Ziel. Christian 6 Watt, Dennis 5,9. Jawohl, Benny, komm. Da geht noch was. Zieht, 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 zieht. Bis ins Ziel jetzt durchziehen. Kommt, geht um jede Sekunde. 43. Jawohl, komm, zieht, zieht, zieht. Ist nicht mehr weit. Und Ziel? Ich sehe es ja nicht. Ja, ne? 46,29. Minus 3. Oh, der stoppt gerade nicht. Was ist denn das wieder hier? Geht gar nichts. So. 43,29. Ja, wo war es in der Dreh? Manuelle Stoppen hat leider wieder nicht geklappt. 43,29, 7 Benjamin, 8 Christian, 8 Dennis. Aber sind die. War das schon die plus das Lead-In, die 43,29? Ne, das war eure Durchgangszeit, ne? Nein, inklusive. Ach, inklusive. Wow. Also dann würdet ihr euch bei Platz 15 aktuell einrangieren. Krass, Jungs. Das wäre saustark. Ah.
Das gerade. Mir ist gerade ganz nur neonfarbener, wie so eine Leuchtstoffröhre gerade aufs vorbeigefahren. Ja, das ist der Peser. Ja. Ist neu. Was heißt Peser? Gleich. Okay, ja, sorry. Oh. Good fight. Good night. Da ist aber auch mal gut. Ja, Michael, das ist doch mein Atem. Gibt's da am Jahresende wieder übel. Ein Best-of-Stöhnen? Also Michael ist Platz 1, ich glaube, der ist unangekommen. 25 Minuten stöhnen. Oh. Nee, also es gibt jetzt irgendwie seit 3 Tagen Pesas. Ja. Du kannst, wenn du sozusagen in dem Menü bist, wo du die Welt aussuchst, also Watopia oder Frankreich, ja, tauchen hier immer deine befreundeten Fahrer auf. Ja. Und da gibt es jetzt halt auch Pesa, die sind, glaube ich, rot gekennzeichnet. Nee, da kannst du so neonrot oder neonpink oder so. Genau, den gibt es für jede, gibt es, glaube ich, 4 verschiedene Leistungsstufen. Und ich glaube, der rote, der fährt halt immer 4,0 Watt je Kilo. Okay. Und dann gibt es einen Film mit 3,2 oder so. Also immer da, wo die Grenze ist, glaube ich. Ja, ja. Die Glücklichen. Und dann kannst du halt sozusagen, ich glaube, der gibt keinen Windschatten, aber den kannst du dann sozusagen einsetzen, wenn du irgendwie Alpe du Swift hochfährst, dass du gleichmäßig fährst. Okay, krass. Ja, scheiße, Leute. Der letzte Kick dort in der 2. Runde. Dieser letzte Kick, den konnte ich nicht mitgehen. Hat mir echt nicht mein Dropout, ich muss mal gucken, was ich hier. Oh, ist mir schlecht. Genau, aber bei Dennis war das aus, als wenn er irgendwo mit dem Internet, glaube ich, da einen kurzen Aussetzer hatte, oder? Weil so ja, lange war das kann nicht sein, aber es kann auch sein, ich hatte hier meinen Klappstuhl vor dem ANT Plus Weg. Das kann es natürlich auch sein. Ich weiß nicht, wie empfindlich das ist. Ja, ja. Es gab nur einen einzigen Dropout. Okay, ich dachte, aber da musste ich dann halt ranfahren. Das war ein bisschen nervig. Ja, ja. Oh, ja. Dafür war ich dir sehr dankbar. Aber bestimmt hat Michael gedidost oder so. Ist der Klappstuhl aus Blei? Nee, Alu dachte ich. Ja. Ja, Alu ist der übersteht einen Atomkrieg. Nee, ANT Plus ist wirklich sehr kurz. Also, ich war schon am Überlegen, alles mal auf Bluetooth zu machen. Dann muss ich mal gucken. Ich habe meinen Sender direkt neben die Neo gestellt, tatsächlich auch. Ich hatte das mal draußen, da habe ich den Radcomputer am oberen Ende der Extensions angemacht. Und da hat er tatsächlich nicht mehr die Wattwerte bekommen. Und als ich ihn dann sozusagen zwischen die Unterarme gelegt habe, hat es geklappt. Das war's. Oh. Sind Marco wir auf, oder? Wir sind noch on, aber... Berti ist auch da. Ja, bin durch. Gab es eigentlich Kommentare? Nee, oder? Jede Menge. Von Daniel, der hatte Zeit im Zug. Stimmt, Daniel. Ja, und Stefan Leuendorf auch? So, nee, der musste vielleicht wirklich mal seiner Elternversammlung folgen. So, wir sind auf Platz 16 aktuell gewertet. Ja, geht doch. Mit 43, 29, 7, 9, 2. Und der 15. Platz waren 43, 29, 6, 9, 9. Also uns hat da... Ja, Dennis!
Ein ja, Wimpernschlag gefehlt. Nein, alles. Quasi ein Dropout, könnte man auch sagen. Ein Dropout hat uns gefehlt. Im Endeffekt war es der. Ja, es ist unglaublich. Ja. Nee, ich schieb's einfach wieder Micha zu. Ja. Im Notfall Micha. Perfekt, perfekt. Wie waren denn die, wie war jetzt Watt pro Kilo? Ich glaube, du hattest 4,7 oder so. Also, Dennis, du bei 4,7, genau. Sven 4,8 und Benny und Christian 4,4. Wie macht ihr denn 4,4? Ich will das auch, ey. Ja. Ich will nicht immer 4,7 fahren. Hey, Casey, hast du auch die B-Fahrer? Ach so, ja, natürlich. Entschuldigung, dass ich mal frage. Berti, was für eine Stimme? Mit 3,9. Bist du schon im nein, Ziel, Berti? Ja, ja, danke, ich geh schon duschen. Ja. 3,9 bist du durchgefahren. Und Micha ja, mit 4,3 auch noch. Stark. Oh, so Micha. Stark. Nein. Ja, hat ja, einfach durchgezogen. Nö. Nützt mir nichts. Scheiße. Ich wäre letzte Runde wäre ich eh nicht mitgekommen, aber. Aber trotzdem noch stark durchgezogen. Also ich meine, du bist ja mega stark gefahren, aber noch hinten raus. Naja, gleichmäßig ist ja was anderes als dieses Spitzefahren. Obwohl das am Berg jetzt ein relativ langes Intervall war. Das war ja wieder ganz angenehm eigentlich. Ja, für mich war es eine halbe Minute zu lang. Und was fies war, ey, an allen drei Bannern kriege ich immer nur die XP-Punkte. Und ich fahre jetzt durchs Ziel, gibt er mir den Aero-Helm. Das hatte ich jetzt auch mental gebrochen, ne? Also ein bisschen schon, weil du weißt ja gar nicht. Das sollten gar, sie bei Level 50 einfach ausschalten. Ja. Da werden dann meine verteilt, oder? Du weißt ja dann ganz genau, irgendwie so ein Power-Up bringt halt einfach nochmal irgendwo 2 Sekunden. Ja, egal okay. Wie. Und diese 2 Sekunden, vielleicht wären es halt diese, man weiß es nie, aber vielleicht diese 2 Sekunden hätten es vielleicht nochmal verzögert, aber. Ja, weil. Nächstes Mal, Micha. Ich hab dafür jetzt 611.000 Punkte, die also durch die Extrapunkte an den Bannern. Also so viele Drops. Also kannst du doch ein richtiges Mountainbike kaufen, ne? Nee, Drops, ja. Drops habe ich 11,5 Millionen, ja. Okay. Hast du den so, dann klinke ich uns mal aus. Ne? Jo. Winkt nochmal schön in die Kamera. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und wir sind raus. Nein, ich will die 1 Milliarde Drops schaffen.